Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 84 und den Tagesordnungspunkt 90. Das ist der Bericht zum Antrag des Ministers der Finanzen und der Dringliche Antrag der Fraktion der AfD. Und ich möchte Sie gerne fragen, ob der Kollege Decker Bericht erstatten möchte. Das ist schön. Wir hören ihn immer gerne und hat auch alle Zeit dazu, herzukommen. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich darf kurz berichten. Der Bericht Haushaltsausschuss zum Antrag Minister der Finanzen auf Erteilung der Zustimmung des Haushaltsausschusses gemäß § 8 Absatz 1 Satz 1 GZSG zum 9. GZSG-Maßnahmenpaket. Hierzu verweisen wir auf das Schreiben des Hessischen Finanzministeriums vom 4. Mai. Der Haushaltsausschuss hat wie folgt beschlossen. Der Haushaltsausschuss hat den Anträgen des 9. GZSG-Maßnahmenpakets zugestimmt. Zu den vorliegenden Anträgen wurden die Beschlüsse wie folgt mit Mehrheiten gefasst, mit folgenden Mehrheiten gefasst. Ich verweise dazu auf die Vorlage. Sie entnehmen bitte die einzelnen Abstimmungen dieser Drucksache. Danke schön. Vielen Dank, Herr Kollege Decker. Ich eröffne die Aussprache und darf als erstem Redner das Wort geben dem Kollegen Heidkamp für die Fraktion der AfD. 5 Minuten sind vereinbart bzw. sind es. Bitte schön, Herr Kollege Heidkamp. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Wie Sie wissen, hält die Alternative für Deutschland das gute Zukunftssicherungsgesetz über ein Sondervermögen von 12 Milliarden € aus mehreren Gründen für rechtlich bedenklich, und wir klagen gegen dieses Gesetz vor dem Staatsgerichtshof. In Erwartung dieses Urteils versuchen wir immer wieder mit unseren Initiativen und Anträgen, dem Budgetrecht des Landtags entsprechend Artikel 139 der Hessischen Verfassung wieder Geltung zu verschaffen. Der Landtag wird mit dem guten Zukunftssicherungsgesetz seiner parlamentarischen Kontrollfunktion beraubt. Daran ändert auch das parlamentarische Verfahren bei Anträgen des Ministers, Drucksache 20-2525, nichts, wie wir mit unserem Dringlichen Antrag zur vom Finanzministerium beabsichtigten Überschreitung des budgetierten Betrages in Nummer 5 des § Absatz 1 GSZB festgestellt haben. Obwohl wir uns aus diesen grundsätzlichen Überlegungen alle vom Finanzminister beantragten Maßnahmen im Rahmen des GZSG ablehnen müssten, geraten wir natürlich in ein Dilemma bei Maßnahmen, die alle der hier im Landtag vertretenen Fraktionen inklusive der AfD aufgrund ihrer Dringlichkeit, ihrer gesundheitlichen Bedeutung auch im Namen eines normalen Haushalts zustimmen würden. Denn wenn unsere Ablehnung erfolgt hätte, würden auch die nach unserer Einschätzung notwendigen Maßnahmen nicht auf den Weg gebracht. Darum sehen wir uns gezwungen, zuzustimmen. Da sollten keine Missverständnisse aufkommen. Ein gutes Beispiel ist die Maßnahme zur Kompensation von pandemiebedingtem Förderbedarf bei Schülerinnen und Schülern mit immerhin 60 Millionen €. Wir haben dem zugestimmt und in weiteren Kommentaren die Regierung aufgefordert, in dieses Gebiet weitere Mittel zu investieren. Von einem ganz anderen Kaliber sind aber Anträge für Maßnahmen wie die Landstromanlagen für Binnenschiffe über 2,5 Millionen € aus dem aktuellen Maßnahmenpaket, wobei es sich lediglich um ein Beispiel von vielen in den bisher 9 Paketen handelt. Wir haben eine ganze Anträge mit Prosatexten, die weit über 200 Millionen € hinausgehen. Bei diesen Landstromanlagen ist auch bei wohlwollender Betrachtung eine Priorität einer sinnvollen und zielgerichteten Mittelverwendung zur Bekämpfung und Bewältigung der Corona-Pandemie nicht erkennbar. Da können wir uns bei in der Summe begrenzten Mitteln im Bereich des Schutzes, der Förderung der Kinder, Jugendlichen und der Ausstattung der Schulen
ganz andere, dringendere Maßnahmen vorstellen. Sogar in der normalen Haushaltswirtschaft wäre die außerplanmäßige Finanzierung der Ausstattung von Kaimauern mit Steckdosen nicht möglich. Artikel 143 der Verfassung in Verbindung mit § 11 des Haushaltsgesetzes setzt nämlich voraus, dass diesen Maßnahmen unvorhersehbare, unabweisbare Bedürfnisse zugrunde liegen. Sie werden mit uns übereinstimmen, dass der Bedarf an Landstromanlagen für Binnenschiffe weder unvorhersehbar noch unabweisbar ist. Wenn wir als Landtag noch ernst genommen werden wollen, müssen wir solche Anträge und Maßnahmen in diesem und ähnlich gelagerten Fällen einstimmig ablehnen. Beiträge der Opposition haben sich schon mehrmals mit solch übergriffigen Anträgen beschäftigt. Es ist nur mit einer gewissen Arroganz der Macht zu erklären, dass diesen Anliegen keine Berücksichtigung finden. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Heidkamp. Nächste Rednerin ist die Abgeordnete Schardt-Sauer, Fraktion Freie Demokraten. Werter Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Ja, ich sage immer, der Mittwochabend-Report in den Sitzungswochen bis zum Aufbrauch des Sondervermögens und der Schulden. Und daher kurz knackig die Frage, was gab es für Entscheidungen im Haushaltsausschuss zum jetzt 9. Maßnahmenpaket? Über das reden wir, reflektieren wir. Wie ist der aktuelle Stand der Umsetzung des Sondervermögens? Und bei der Frage der Zahlen ist mehr Klarheit und Wahrheit zu erlangen als bei der PR-Maschinerie des Finanzministeriums. Was sagen die Zahlen? Ende 2020 sind aus dem Sondervermögen, und das sind wichtige Zahlen fürs Protokoll, 2,122 Milliarden an Ausgaben geleistet worden. Laut Wirtschaftsplan 2020 hätten es bis zu 4 Milliarden sein können. Tatsächlich aber hat diese Landesregierung im Sondervermögen deutlich mehr, nämlich 2,75 Milliarden, also über 600 Millionen Euro Schulden aufgenommen. Ja, die zusätzlich in 2020 aufgenommenen Schulden können für Ausgaben in 2021 verwendet werden. Aber, werte Kollegen, passiert das dann auch? Und dann schauen wir uns auch bitte mal den Abfluss von dem tropfenden Wasserhahn an. Bis 31. März wurden gerade einmal 138 Millionen Euro ausgegeben. Bewilligt sind für 2021 bereits über 1,4 Milliarden. Der Mittelabfluss stockt. Man könnte sagen, der Wasserhahn-Sondervermögen hat Verstopfung. Und die Schnecke lahmt, sagt der Kollege. Das Schlimme ist aber, inhaltlich es stockt in Bereichen, wenn man sich anschaut, wo das Geld nicht abfließt. Frau Kollegin Schardt-Sauer, kleinen Moment. Es ist zu laut, und ich darf bitten, die Gespräche draußen zu führen und ansonsten der Kollegin Schardt-Sauer einfach zuzuhören. Das Foyer ist sehr groß, werte Kollegen. Sie können wieder. Danke. Es stockt in Bereichen, wo es wichtig ist, Tests, Kitas und so weiter. Was aber nicht stockt, sondern läuft, Schwung hat, das ist die PR-Maschinerie des Finanzministeriums. Wissend, dass viele Mittel nicht abfließen werden, also nicht mehr gebraucht werden, wird die Summe der Maßnahmen und das bewilligte Maßnahmenvolumen immer weiter. Und das kann man schön jetzt sehen. Wir haben ja jetzt schon 9 Pakete. Wir haben 9 begleitende PMs und alles Mögliche. PM letzte Woche war, Zitat, bereits 246 konkrete Hilfen für mehr als 3,8 Milliarden Euro auf den Weg gebracht. Bumm. Hingewiesen wird auf ein Maßnahmenpaket mit einem Volumen von 171 Millionen Euro. Aber es sind nur 111 Euro. Es wird verschwiegen, dass 60 Millionen für eine andere Maßnahme genehmigt waren, die eben ein langsam um sich greifendes Schicksal nicht abgerufen wurde. Es gibt gar keine Genehmigung. Es werden Zahlen aufgeblasen, die gar nicht abfließen.
Ja, es ist politisch verständlich. Es mag zum Geschäft gehören, dass die Landesregierung mit immer größeren Zahlen suggeriert, ja, wir helfen, wir treten mächtig auf. Aber da muss man halt auch liefern. Und zweiter Punkt, um den Kollegen Kaufmann auch diesmal nicht zu enttäuschen, der Corona-Check. Ist okay, danke. Das zeigt, der Name setzt sich fest. Errichtung, ja, also man muss es sich auf der Zunge zergehen lassen. Ich als Juristin gebe zu, ich wusste gar nicht, was Landstromanlagen für Binnenschiffe sind. Volumen 2,5 Millionen Euro. Den geistigen Transfer zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, ich habe ihn nicht geschafft bis heute. Es mag durchaus eine wichtige Maßnahme sein für den Klimaschutz und derartige Dinge, aber um es abzukürzen, statt über Betriebssinnhaftigkeit von Betriebsbeschränkungen nachzudenken, werte Ministerin Dorn, und die wirtschaftliche Hilfe für die Betriebe genau zielgenau einzusetzen, geht es dem grünen Wirtschaftsministerium doch nur darum, zusätzliche Kreditmittel zu erhalten. Und das ist der Punkt. Das wissen Sie, werte Kollegen, und da können Sie zwischenrufen, wie Sie wollen. Wir haben das 9. Paket. Die Zahlen sind da, und es zeigt sich immer mehr. Jedes Mal ein Stückchen mehr. Es wäre genug Geld im normalen Haushalt gewesen, in Nachtragshaushalten gewesen, um nicht diesen ganzen Kram zu machen und die Schulden anzuhäufen. Und deshalb sagen wir, krachend durchgefallen, die Landstromanlagen, es häuft sich. Damit bekämpfen Sie nicht die Pandemie. Und es zeigt sich wieder, diese Landesregierung kann nicht mit Geld umgehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Schardt-Sauer. Nächster Redner ist der Abg. Michael Reul für die Fraktion der CDU. Nein, wir haben ja Zeit, also von daher, das ist. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Mittel aus dem Sondervermögen, das wissen Sie, tragen einen erheblichen Teil zur Bewältigung der Krise bei. Im Haushaltsausschuss und weitestgehend auch hier im Plenum wurden bereits 8 Maßnahmenpakete und heute das 9. Maßnahmenpaket diskutiert und auch verschieden bewertet. Es sind sinnvolle Maßnahmen. Frau Kollegin Schardt-Sauer, Sie haben gerade erwähnt, 246 Einzelmaßnahmen, die bisher schon bewilligt worden sind. Und Sie können das ja immer wieder nachlesen. Der erste Quartalsbericht für dieses Jahr liegt jetzt auch wieder vor, akribisch, sehr genau aufgearbeitet, mit einem großen Kompliment an das Finanzministerium. Dort liegt sehr viel Arbeit dahinter, diesen Bericht aufzustellen. Wir bekommen aber diesen Bericht. Es ist alles transparent, und wir können dies im Haushaltsausschuss und auch hier im Plenum diskutieren. Mehr Transparenz für die Verwendung der finanziellen Mittel gibt es nicht, gab es bisher noch nie und gibt es auch bei keiner Haushaltsberatung wie beim Sondervermögen. Und dies ist hervorragend, und ich bin dafür dankbar dem Finanzministerium, dass die Zahlen für uns so aufgearbeitet werden. Es wird ja nicht besser, wenn Sie hier kritisieren, dass gewisse Maßnahmen Ihrem sogenannten Schardt-Sauer-Test nicht widerstehen können. Das mag ja vielleicht auch mit ein bisschen Humor noch gesehen werden. Aber letztendlich, meine Damen und meine Herren, es geht hier um die Hilfe von Menschen, die in Not sind. Dies treibt uns gemeinsam an, dies bewegt uns. Und deshalb haben wir das Sondervermögen, weil wir in der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg in der Pandemie den Menschen helfen wollen und nicht hier irgendwelche Dinge herbeifantasieren, die nicht vorhanden sind. Wir helfen den Menschen. Wir können Sie nur weiterhin auffordern und bitten, machen Sie doch mit. Stehen Sie nicht am Rand und meckern Sie, sondern helfen Sie konstruktiv mit, den Menschen Hoffnung zu geben, den Menschen auch ihre Hilfen zu geben, wozu wir sehr gerne in der Koalition dazu bereit sind, uns auf den Weg gemacht haben. Und auch andere Fraktionen sich mehr daran beteiligen als die FDP-Fraktion. Das muss ich an dieser Stelle schon einmal bewerten. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben hier das 9. Maßnahmenpaket, und es lohnt sich schon, auch die Einzelmaßnahmen noch einmal zu zitieren. Es ist darüber gesprochen worden, die 60 Millionen € für die Schülerinnen und Schüler, damit wir sie fördern können,
weil sie in der Pandemie gelitten haben und damit wir die Defizite, die dort entstanden sind, gemeinsam aufarbeiten können. Ich will Ihnen jetzt, weil der knappen Zeit nicht alle Einzelmaßnahmen aufzählen, Sie können es nachlesen, aber 60 Millionen Euro ist ein großer Batzen Geld, den wir in die Hand nehmen, um dort die pandemiebedingten Entbehrungen auch wieder auszugleichen und unserer jüngsten Generation zu helfen, auch danach wieder in einen guten Start zu kommen. Dies ist ehrenwert, dies ist wichtig und dies machen wir gern. Wenn Sie es kritisieren, dann stehen Sie halt auf der falschen Seite. Aber das ist Ihr Problem. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, auch eine Maßnahme, die sehr sinnvoll ist, die Kofinanzierung des Krankenhauszukunftsfonds, auch ein wichtiger Bereich. Das wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Dort geben wir auch Geld mit hinzu, weil wir kofinanzieren die Gelder des Bundes. Genauso machen wir das auch in anderen Bereichen. Und Sie haben jetzt gerade mal bei der Schifffahrt, und die AfD hat es ja auch aufgegriffen, mit den Ladestromkapazitäten. Wenn Sie dies aber wirklich richtig lesen und in der Begründung gelesen haben, gibt es dort Bundesmittel, die kofinanziert werden. Und dies ist auch mit ein Aspekt. Der Bund macht es genauso und wir auch. Wir investieren für den Klimaschutz. Und dies ist eine klare klimaschutzpolitische Maßnahme. Und deshalb leiten wir dies in die Wege. Und das machen wir als Koalition gern. Und wenn Sie dort nicht zustimmen wollen, dann ist das Ihr Problem. Wir kümmern uns gemeinsam in der Koalition um den Klimaschutz. Und wir treiben es weiterhin auch gemeinsam nach vorne. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, ich könnte weitere Dinge aufzählen. Digitalisierung in der Fortbildung, Gründung und Transferzentrum Hessen. Sie kennen diese Einzelmaßnahmen. Ich möchte an dieser Stelle schließen. Wir haben jedes Mal im Haushaltsausschuss Öffentlichkeit beantragt. Wir diskutieren dies transparent. Wir diskutieren es hier im Plenum. Wir bleiben dabei. Wir sind dabei. Wir kümmern uns um die Menschen. Wir nehmen die Probleme ernst. Wir versuchen, die Probleme so weit wie möglich abzumildern. Dies machen wir mit dem Sondervermögen. Dafür ist es vorgesehen. Wenn Sie Einzelmaßnahmen nicht unterstützen wollen, ist das Ihr Thema. Wir sind dazu gerne bereit, weiterhin der Koalition verantwortungsvoll für die Menschen in Hessen zu arbeiten. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Reul. Nächster Redner ist der Abg. Frank-Peter Kaufmann für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Und ich darf darum bitten, auch im Plenarsaal die Abstände zueinander zu wahren, aus Pandemiegründen. Herr Kollege Kaufmann, Sie haben das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zur späten Stunde, man merkt, ist eine gewisse Unruhe. Verehrte Kollegin Schardt-Sauer, mit Ihrer Buchhaltung landen Sie hier um diese Zeit nicht mehr so recht. Vielleicht sollten Sie es einmal als Setzpunkt nehmen, damit die Leute noch morgens auch sehr interessiert sind. Es könnte allerdings auch daran liegen, dass das, was Sie vortragen, eher als weniger beachtlich erachtet wird. Ich will deshalb auch angesichts der Uhrzeit nur kurz zusammenfassen. Schließlich war die AfD die Antragstellerin für diesen Bericht und diese Debatte. Wir entnehmen diesem Antrag und dem Vortrag im Wesentlichen fünf Erkenntnisse. Erstens. Einzig die sogenannte alternative Liste will nicht, dass Lehrerinnen Laptops dienstlich nutzen können. Zweitens. Einzig die sogenannte Alternative will kein schlagkräftiges Zentrum für Transfers und Gründungen im KI-Bereich, dem Thema der Zukunft nach der Pandemie. Drittens. Einzig die sogenannte Alternative will keine Unterstützung außerschulischer Berufsorientierung für die von der Pandemie besonders gebeutelten jungen Menschen. Viertens. Die sogenannte Alternative, diesmal im Gleichklang mit der FDP, will auch keine digitale Fachfortbildung für die Finanzverwaltung. Man könnte fragen, warum eigentlich? Und schließlich, fünftens, gemeinsam mit der gesamten Opposition, wir haben es schon gehört, will die sogenannte Alternative keine Förderung des Klimaschutzes durch Verbesserung der Landstromversorgung von Binnenschiffen. Der heute dazu vorgelegte, aus meiner Sicht sehr verquaste Antrag macht deutlich, wie sehr Ihnen jegliches Verständnis sowohl für Klimaschutz als auch für die Ankurbelung der Konjunktur vollständig abgeht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir in der Koalition nehmen als Verantwortungstragende hier dies alles gelassen zur Kenntnis.
setzen unbeeindruckt unsere Arbeit engagiert fort, Hessen besonnen aus der Pandemie zu führen und ihre Folgen möglichst gut zu bewältigen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Kaufmann. Für die Landesregierung, also liegen mir keine weiteren Wortmeldungen aus dem Bereich der Abgeordneten vor. Für die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Boddenberg. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen. Ich habe den Eindruck, dass nicht mehr alle so ganz gebannt zuhören. Und ich glaube, das meiste auch kommuniziert worden ist. Frau Kollegin Schardt-Sauer, ich weise natürlich mit Empörung zurück, dass Sie von der Presseabteilung des Finanzministeriums so reden, wie Sie das tun. Ich glaube, das ist alles, ja, ich glaube, das ist alles im Rahmen des Erwartbaren und des von Ihnen auch zu Recht zu Erwartenden, was unsere Informationspolitik anbelangt, geben wir lediglich zu diesen Zeiten der Haushaltsausschusssitzung bekannt, was im Haushaltsausschuss zur Abstimmung gestellt wird. Da sind heute einige Punkte schon genannt worden. Ich glaube, über die muss ich hier nicht noch einmal berichten. Ich glaube, dass wir alle miteinander der Auffassung sein sollten, dass wir dringend bei den Schülerinnen und Schülern ganz viel leisten müssen, um den Schaden zu versuchen zu kompensieren, der zweifelsohne eingetreten ist. Ich will auch noch einen anderen Punkt ansprechen. Wir haben in diesem Haushaltsausschuss auch die Mitfinanzierung, Kofinanzierung des Landes zu den sogenannten Flughafenhilfen beschlossen. Ich glaube, jedem, dem die Arbeitsplätze dort wichtig sind, wird einsehen, dass wir im letzten Jahr eine ganz, ganz schwierige Phase, insbesondere in der ersten Jahreshälfte, hatten, sie immer noch haben. Aber ich jedenfalls dankbar bin auch dem Bund, dass er bereit war, da zu helfen. Das haben wir kofinanziert. Und insofern wüsste ich nicht, an welchem Punkt man hier wirklich ernsthaft inhaltliche Kritik ansetzen kann. Man kann natürlich hinterfragen, was haben denn die Energieladesysteme für die Binnenschiffe bzw. die Flussschifffahrt mit Corona zu tun? Das sage ich Ihnen aus eigener Anschauung. Wenn ich mir überlege, jetzt gucke ich die Frau Kollegin Müller-Klepper an, aber ich könnte auch nach Frankfurt gehen, da sind das mittelständische Unternehmen, die seit Monaten keinen Passagier mehr befördern können. Mittelständische Unternehmen, die ich auch persönlich und Sie vielleicht auch teilweise kennen, von denen ich sage, die brauchen auch ein deutliches Signal, dass nach Corona nicht möglicherweise im Zuge unserer Klimaschutzpolitik noch weitere Belastungen auf sie zukommen, dass wir jetzt zunächst einmal diese Infrastruktur schaffen. Ich will einmal daran erinnern, die Schadstoffbelastung in den Innenstädten, beispielsweise übrigens auch in Rheinanliegerstädten in Nordrhein-Westfalen, war ein Riesenthema, als wir über die Innenstädte und die dortigen Schadstoffbelastungen, Fahrverbote und anderes gesprochen haben. Deswegen weiß ich nicht, was man daran kritisieren kann, dass wir a) den Familienunternehmen dort helfen mit Blick auf die Zukunft, dass wir etwas für die Umwelt machen und am Ende des Tages, glaube ich, damit einen wichtigen Beitrag auch zur Konjunktur, die wir beleben wollen, leisten, um nur einen Punkt noch herauszugreifen. Und letzte Bemerkung auch in eigener Sache. Wir haben im Haushaltsausschuss über die Frage Corona-Bezug von 4 Millionen Invest für Weiterbildung im Finanzministerium, besser gesagt fürs Equipment für Weiterbildung, gesprochen, und es wurde infrage gestellt, was das mit Corona zu tun hat. Ich sage Ihnen, wir haben alleine im Bereich der Finanzämter 11.000 Mitarbeiter. Und was wir alle von denen erwarten, ist, dass die Steuerrechtsänderungen relativ zeitnah verinnerlicht haben. Also brauchen sie entsprechende Weiterbildung. Und ich glaube, ich muss hier niemandem, der sich jemals mit einer Steuerrechtsänderung in welchem Bereich der Steuer auch befasst hat, erklären, was das inhaltlich bedeutet. Und wenn das nicht in Präsenz geht, muss das gerade auch jetzt, wo wir so vieles auf dem Weg haben, halt im Fernstudium stattfinden. Und dafür gibt es eine Ausstattung. Ich halte das für selbstverständlich und wundere mich manchmal, Frau Schardt-Sauer, dass der Corona-Check, den Sie auch so nett dialektisch sagen und sprechen können, dann in dem Fall bei Ihnen durchgefallen ist. Aber das ist Ihre Angelegenheit. Ich glaube, wir brauchen hier nicht jedes Mal die gleiche Debatte führen. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Wir sind damit am Ende der Aussprache angelangt. Den Bericht des Ministers nehmen wir zur Kenntnis. Den dringlichen Antrag der Fraktion der AfD, wollen wir den in den Haushaltsausschuss tun oder wollen wir den direkt abstimmen? Wollen wir abstimmen, dann machen wir das. Sehr gut, machen wir im Abstimmungsblock.